Hi, ich bin Art von Arts Garten. Herzlich willkommen zur Ich packe es an Challenge, die der Max gestartet hat. Vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder 2 Jahren, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon damals gedacht, ja, das hier ist genau das Richtige, was ich für dieses Video machen kann. Ich hatte da nie Bock drauf. Und dann habe ich mich irgendwann mal dazu durchgezwungen, die Scheibe zu bestellen, alles abzumessen. Habe die dann auch schnell abgeholt, aber danach habe ich die einfach nie reingemacht. Und heute habe ich mir gedacht, ist es soweit, dass die Scheibe rein muss. Hier an meinem Gewächshaus ist ein Baum, der hier hinter stand, reingefallen beim Fällen. War nicht meine Schuld, also nicht meckern. Auf jeden Fall ist jetzt hier halt noch dieser alte Kleber, womit die Scheibe drinne war. Und der geht total schwierig ab. Dafür habe ich mir jetzt hier diesen Heißlüfter geholt, oder wie man das auch immer nennt. Und jetzt probiere ich das mal hier mit abzumachen. Ich hoffe mal, das geht dann leichter, das ein bisschen einzuschmelzen, und man sieht schon, das bewegt sich direkt. Ich denke, das geht einfacher damit, und das machen wir jetzt erstmal, bevor wir die Scheibe überhaupt einsetzen können. Ja, ich fange jetzt erstmal an und dann sehen wir uns nachher wieder. So, für mich ist jetzt der erste Teil fertig. Es war doch eine ganz schöne Schufterei, die Scheiße abzumachen. Aber jetzt ist sie überall ab. Und es regnet und es wird langsam dunkel. Jetzt macht das eh keinen Sinn mehr, die einzusetzen. Wow, ist das nicht unglaublich? Die Scheibe ist drin. Hey. Mach so. Ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt überhaupt noch hört, wenn ich im Gewächshaus stehe. Nach so einer langen Zeit habe ich es endlich geschafft, die scheiß Scheibe einzusetzen, und somit habe ich die Pack-es-an-Challenge nach gefühlt 2 Jahren oder so auch beendet. Ding! Ich habe leider die Kamera, währenddessen ich die Scheibe eingesetzt habe, nicht gehabt. Ich setze mal kurz ein paar Bilder ein ins Video, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier diesen Fensterkit. Wir haben die Glasscheibe, also erst hier den Rahmen einmal mit Fensterkit mit so einem Würstchen überall ausgelegt. Dann die Glasscheibe reingesetzt und jetzt kommt hier nochmal ein Würstchen sozusagen drauf. Und das ziehe ich dann einfach platt und in diese Lücke von der Scheibe, sodass die halt richtig schön hält. Ja. Mehr ist das eigentlich nicht. Und zwar war das einfach so ein Fensterkit aus einer so einer Packung und so eine Wurst. Habe ich beides aufgebraucht. Ja, das sieht man ja hier. Einmal halt erst eine Wurst reingemacht, überall komplett. Die Scheibe draufgesetzt und dann nochmal. Das war ja getrennt, die Scheibe. Hier habe ich diese Dinger, die hier noch bei waren, wieder benutzt, einfach draufgelegt und die Scheibe oben reingesetzt. Also das war total easy und ja, jetzt bin ich froh, dass die Scheibe endlich drin ist. Ich glaube, man sieht mich auch im Spiegelbild, und in diesem Sinne will ich mich dann endlich von der Pack-es-an-Challenge verabschieden und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.